Hallo Leute, hier ist wieder Rankomaterium Productions und heute mit einer zweifachen Contest-Einsendung, zwar für die Contests von Lego Player 97 und Klumpfeis 8. Genau. Und ja, dieses Mock spielt auf Dantooine. Es ist eine unterirdische Basis, haben ja schon viele gebaut und wir wollten uns da jetzt auch mal probieren und deshalb haben wir jetzt sowas mal ausprobiert. Und ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Entschuldigung, dass ich so schnell rede, aber wir haben nicht wirklich gerade viel Zeit. Ja. Und deshalb fangen wir jetzt mal an. Also mit dem Fluss. Ja, das ist wieder so eine Detaillierung, ne? Und ja. Und okay, dann kommen wir weiter zu den Droiden. Ja, sind halt diese ganzen blauen Dinger. Und dann hier halt die Droiden überall, die Droidenarmee, die da ankommen. Die kommen alle so schräg. Ja, der Droiden-Commander. Und hier kommen auch noch Droiden. Ja, und überall Gras halt. Und da ist halt so ein Weg, der von dem Eingang da halt herführt. Und da auch Gras, dann hier die Berge, also eine kleine Erhöhung, so Berge, auch mit Gras. Und da kommen halt Mandalorianer. Und Lord Lacrima. Mit dem mandalorianischen Boss und Lord Lacrima, der gerade diesen Scharfschützenklon hier oben mit der Macht nimmt und ihn hochwirft, ja. Und dann kommen wir auch, hier ist die Kommandozentrale der Basis, also ein kleiner Wachposten halt, im Prinzip. Da sind immer welche stationiert und ja, da oben ist dann halt Antennen. Und ja, dann zeigen wir euch jetzt mal von hinten die Basis. Hier ist nicht die Basis, aber das ist halt das Kommandozentrum mit den Fenstern. Und hier ist ein Holotisch, da ist Detaillierung. Und da so schräge Computer, das ist auch erstmals in einem unserer Mocs. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier oben wieder dieser künstlich gemachte Scharfschützenstand. Dann, das kann man hier auch abmachen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, auf jeden Fall ein cooles Feature der Basis. Ja, und dann kommen wir hier zu dem Eingang. Da ist das Telefon. Ruhe da drüben. Telefon, Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Also, hier seht ihr Commander Havoc und da Commander Blitz. Ja, genau. Und da ist halt dieser Eingang. Da kommen wir jetzt auch zu. Jetzt ist dann... Oh, ist gerade abgebrochen. Ja, also. Dann kann man aufklappen und zuklappen. Ja. Aufklappen und zuklappen. Okay. Dann, einen Moment, ich muss die Kamera kurz weglegen. Das ist schwerer abzumachen, was da ist. So, mach mal weg. Oh, jetzt ist das hier wieder zusammengefasst. Na ja, egal, weiter geht's jetzt. Komm. Ja, mach ich. Also, oh, jetzt habe ich mich gestoßen. Also, das ist halt das, die ganze Basis. Ja, und dann fangen wir mal an mit dem Aufzug. Ja, in der Aufzug sind zwei Ranker aufgeschoben und zwei laufen da noch hin und Commander Cold ist da. Ja, alle Customs zeigen wir am Ende nochmal kurz. Okay, ja dann kommen wir weiter. Da sind halt zwei Flure jeweils. Da stehen. Da laufen zwei weiße Klone zum Aufzug. Im anderen Flur stehen Trauma, Green und Barrister V. Und ein weißer Klone läuft wieder zum Aufzug. Das hat sich gereimt. Ja, und sonst Detaillierung hier an der Wand. Okay, dann kommen wir zur Abstellkammer. Da ist halt ein Klon, da sind mehrere Sachen, liegen da rum. Ja, mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Und weiter geht's in das Krankenzimmer. Ja, da ist ein Arzt an seinem Computer und ein verletzter Klon. Dann, also alle Räume sind miteinander verbunden. Naja, fast alle. Ja, okay, fast alle Räume. Aber es gibt halt eine Verbindung zu jedem Raum. Ja. Und dann seht ihr hier ein Whirlpool, klein. Aus so einem kleinen Klonentspannung. Ja, dann ist hier halt das Schlafzimmer. Drei Klone haben da Platz und da ist ein Schrank. Da oben liegt ein Langgewehr drauf und ein Klonhelm halt, ja. Und dann geht's halt hier, das ist halt alles synchron hier, zumindest die beiden Flure mit den kleinen Türen da drinnen. Der Aufzug ist auch in der Mitte. Ja, dann geht's hier durch da zu der Heizungskammer. Das wird halt geheizt. Halt die Basis und auch das Schwimmbad, wo wir jetzt zu kommen. Achso, und hier läuft noch ein Klon. Ja, okay, dann sind halt liegen Helme von Aftrufern drauf. Aftrufern, sorry. Einer rutscht da aus. Dann da. Da. Da sind halt welche im Pool. Mhm. Und einer springt gerade. Ja, und dann kommt das so halt aus so einem Rohr raus. Und dann wird das behitzt, genau. Und dann ist da noch ein Soccer. Ja, die hat halt so ein Schwimmoutfit. Also, es ist ein. Das ist unsere Nicht-Phase 3.
Genau, sondern. Ist also, ja. Ja, die hat halt. Ja. Die ist normal, die ist jetzt in Badeanzug und will da schon gehen. Genau. Ja. Okay, dann zeigen wir euch nochmal kurz die Customs, die wir verwendet haben. Eins. Das kannst du nicht als Custom bezeichnen. Zwei. Drei. Ja. Den auch? Nee. Mhm. Ja. Das sind halt die Customs, die wir mit der Hand jetzt gemacht haben. Achso, der ist auch noch ein Custom, aber hat nur diesen Harzzeichen da drauf. Ja. Okay, das war's auch schon wieder. Abonniert, kommentiert und bewertet. Ciao.